So, und weiter geht es nun. Wir setzen die Geschichte fort und machen den letzten Gedächtnisabschnitt. Yeah! Wenn der Animus anzeigt, dass sie von einer informierten Wache beobachtet werden, sollten sie untertauchen. Auch das kleinste Vergehen würde seine Aufmerksamkeit erregen. Was ist geschehen? Wo sind alle hin? Den Meister zu sehen. Waren es Templer? Haben sie angegriffen? Sie folgen dem Weg. Welchem Weg? Wovon redet ihr? Dem Weg zum Licht. Sprecht klar. Es gibt nur, was der Meister uns zeigt. Das ist die Wahrheit. Ihr seid von Sinnen. Auch ihr werdet dem Weg folgen oder vernichtet werden. So befiehlt es der Meister. Es war Al-Mualem, oder? Was hat er euch angetan? Preiset den Meister, denn er führte uns zum Licht. Ah, wir sind also alle bekehrt von diesem Stück, das wir gefunden hatten. Das hat jetzt alles einen Sinn. Hier sind aber noch ein paar Leute und die sind jetzt alle bekehrt worden. Naja, wir gehen jetzt erstmal zu Al-Mualim und dann reden wir mal ein ernstes Wörtchen mit ihm. Das kann ja nicht so weitergehen. Ach, Moment mal, da oben ist noch eine Flagge, die wir jetzt nicht holen können. Ach, verdammt, dann vergessen wir die Flagge. Hä? Wir werden von unseren Assassinenbrüdern angegriffen. Was soll das? Na, wunderbar. Unsere eigenen Brüder greifen uns an. So, tot. Du auch. Wer will als nächstes? Na toll. Ach verdammt, wir sterben ja gleich. Moment, ich renn mal kurz weg hier und hol jetzt kurz die Flagge. Du gehörst mir. Er ist in der Nähe. So. 7 von 20 Flaggen. Das darf doch nicht wahr sein. Wir können nicht mehr kontern, oder wie? Das tut uns weh, unsere eigenen Brüder zu töten. Für das Licht! Tötet den Verräter! Für den Meister! Er folgt nicht dem Weg! Fasst ihn! Vernichtet ihn! Da kommen ja immer mehr! Komm hierher! So! Und du auch noch! Das sind die besten Kämpfer bisher. Ich finde sie sogar besser als Templer. So, und tschüss. Ja, was ist jetzt los? Alter, ihr, hier oben. Ah, Malik, der hilft uns jetzt nun. Ihr habt euch eine gute Zeit ausgesucht. So scheint es. Seid auf der Hut, Freund. Al-Mualem hat uns verraten. Ja, ebenso wie er seine Templerfreunde verriet. Woher wisst ihr? Nach unserem Gespräch kehrte ich in die Ruinen unter Salomons Tempel zurück. Robert hat Tagebuch geführt. Jede Seite eine neue Enthüllung. Was ich lesen musste, brach mir das Herz. Aber es öffnete auch meine Augen. Ihr hattet recht, Altair. Der Meister hat uns nur benutzt. Wir sollten das Heilige Land nicht retten, wir sollten es ihm ausliefern. Wir müssen ihm Einhalt gebieten. Seid vorsichtig, Malik. Was er den anderen tat, wird er auch uns tun, sobald er kann. Haltet euch fern von ihm. Was schlagt ihr vor? Mein Schwertarm ist noch stark und meine Männer immer noch die meinen. Es wäre ein Fehler, uns abzuweisen.
Dann lenkt seine Lakaien ab. Greift die Festung von hinten an. Wenn ihr sie von mir ablenkt, kann ich vielleicht zu Al-Mualem durchdringen. Ich tue, was ihr verlangt. Diese Männer, sie sind nicht sie selbst. Wenn ihr es vermeiden könntet, sie zu töten? Ja. Nur weil er die Gebote der Bruderschaft verraten hat, müssen wir das nicht auch tun. Ich tue, was ich kann. Mehr verlange ich nicht. Friede sei mit euch, mein Freund. Eure Anwesenheit hier wird Frieden bringen. Ja, jetzt sind wir also auch noch die besten Freunde am Ende. Al-Mualem hat uns verraten. Wir müssen ihn nun töten, so wie es ausschaut. Und Malik ist unser bester Freund. Besser geht's doch nicht. So viele Unschuldige. Ich muss aufpassen, dass ich ihnen kein Leid zufüge. Oh, das ist ja eine ganz schöne Versammlung hier. Lasst mich durch. Oh, der Meister ist gar nicht oben, sondern hier, okay. Nein! Was geht vor? Ah, der Schüler kehrt zurück. Ich war nie fürs Davonlaufen. Und nie fürs Zuhören gleichwohl. Deshalb lebe ich noch. Was soll ich mit euch machen? Lasst mich gehen. Oh, alter ihr. Ich höre den Hass in euren Worten. Spüre seine Hitze. Euch gehen lassen? Das wäre unklug. Warum tut ihr das? Ich fand Beweise. Beweise für was? Dass nichts wahr ist. Und dass alles erlaubt ist. Kommt! Vernichtet ihn, Verräter! Stoßt ihn aus dieser Welt! Na wunderbar! Das sind jetzt alle Attentatsziele, die wir schon mal besiegt haben. So, das war Tamir, glaube ich. Das war der Händler. Das war der, der die Bücher verbrannt hat. Das war Robert de Sable. Das war der mit den Booten da. Das war Wilhelm von Montferrat. Das war keine Ahnung mehr. Das wird der, der die hingerichtet hat, die einen. Und Garnier noch, der die ganzen Leute vergiftet hat. Das waren dann alle 9. Jetzt fehlt nur noch Nummer 10, und zwar Al-Mualem. So. Stellt euch! Oder habt ihr Angst? Ich habe vor tausenden Männern gestanden. Jeder davon euch überlegen. Und sie alle sind gestorben. Durch meine Hand. Ich habe keine Angst. Beweist es. Was sollte ich fürchten? Seht nur, über welche Macht ich verfüge. Na, wunderbar. Moment mal, wie viele sind das überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, glaube ich. Ja, 9 Stück. So, und ihr werdet alle sterben, alle Al-Mualems auf einmal. So, und der nächste. Und der nächste. So, der auch noch. So, sterb. Dann würde ich noch gerne wissen, welcher der richtige ist. Ah, das war der, so glaube ich sogar. Noch ein letztes Wort? Ihr habt mich belogen. Nanntet Roberts Ziele schändlich, während ihr dieselben verfolgtet. Ich konnte nie besonders gut teilen. Ihr könnt nicht obsiegen. Andere werden die Kraft haben, euch zu widerstehen. Und solange Menschen einen freien Willen haben, kann es keinen Frieden geben. Den letzten, der so sprach, habe ich getötet. Kühne Worte, Junge. Aber nur Worte. Dann lasst mich gehen.
Ich lasse Taten folgen. Sagt mir, Meister, was macht mich anders als die anderen? Warum durfte ich meinen Verstand behalten? Wer ihr seid und was ihr tut, ist zu stark verflochten. Euch des einen zu berauben, hieße mir das andere nehmen. Und diese Templer mussten sterben. Aber die Wahrheit ist, ich versuchte es. In meiner Kammer, als ich euch den Schatz zeigte. Aber ihr seid nicht wie die anderen. Ihr habt die Illusion durchschaut. Illusion? Mehr ist es nie gewesen. Dieser Templerschatz, dieser Edensplitter, dieses Wort Gottes. Versteht ihr nun? Das Rote Meer wurde nie geteilt. Wasser nie in Wein verwandelt. Nicht die Machenschaften Eris lösten den Trojanischen Krieg aus, sondern das. Illusionen, allesamt. Was ihr plant, ist nicht weniger eine Illusion. Menschen gegen ihren Willen zu zwingen, euch zu folgen. Ist es denn weniger real als die Phantome, denen die Sarazenen und Kreuzfahrer folgen? Diese feigen Götter, die die Welt im Stich lassen, während die Menschen sich in ihrem Namen gegenseitig dahinmetzeln. Sie leben bereits in einer Illusion. Es ist einfach, ihnen eine andere zu geben. Eine, die weniger Blut fordert. Wenigstens folgen sie diesen freiwillig. Tun sie das? Abgesehen von einigen Bekehrten und Ungläubigen? Das ist Unrecht. Ah. Nun hat euch die Logik verlassen. Stattdessen gebt ihr euch Gefühlen hin. Ich bin enttäuscht. Was wird nun also geschehen? Ihr werdet mir nicht folgen. Und ich kann euch nicht zwingen. Und ihr weigert euch, die teuflischen Pläne aufzugeben? Dann scheint es, als steckten wir in einem Engpass. Nein, wir sind am Ende. Ah, ich werde euch vermissen, Altair. Ihr wart mein bester Schüler. Ah, jetzt dürfen wir endlich den Meister töten. Hä, wo ist der hin? Blind, Altair. Ihr wart die ganze Zeit über blind. Und werdet es immer sein. Okay, jetzt müssen... Ah, da unten steht er. Dann werden wir ihn mal umbringen. Wo ist der denn jetzt? Da! So, besiegt. Der teleportiert sich immer weg, dieser Feigling. Da oben steht er wieder. Meine Klinge sieht für mich an. Sie durchschneidet die Dunkelheit. Da ist er wieder. So, besiegt oder wie? Unmöglich. Der Schüler kann den Meister nicht besiegen. Nichts ist wahrhaftig. Alles ist erlaubt. So scheint es. Ihr habt gesiegt. Geht und nehmt euren Preis entgegen. Ihr habt mit dem Feuer gespielt, alter Mann. Es hätte zerstört werden sollen. Das einzige Zerstören, das die Kreuzzüge beenden und wahren Frieden schaffen kann? Niemals. Dann tue ich es. Das wird sich zeigen. Und ich richtete mein Herz darauf zu erkennen, Weisheit, Torheit und Narretei. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel verloren. Und das ist die Welt, wie sie heute ist, mit Amerika und alles, glaube ich. Warum wird das nur gezeigt? Niemand weiß es, Rätsel über Rätsel. Ich kann es nicht. Doch, ihr könnt, Alter, ihr. Aber ihr werdet nicht. Darf ich noch etwas machen oder nicht? Wir haben es.
speichern. Was war das, verdammt? Und? Wir haben die Karte. Wie viele? Mindestens ein halbes Dutzend. Wir brauchen sie nicht alle. Wir sollten auch einen gewissen Schwund voraussetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch alle funktionieren. Wenigstens zwei befinden sich auf Landmassen, die es gar nicht mehr gibt. Wir schicken Teams zu allen Standorten und finden es heraus. Immerhin brauchen wir nur einen. Und der Rest? Sammeln Sie sie ein. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein verdammter Überlebender, der in der neuen Welt Ärger macht. Der Assassine? Wir haben, was wir brauchen. Töten Sie ihn. Halt! Sie wissen, wie die Dinger funktionieren. Wir können da nicht einfach reinspazieren. Was meinen Sie? Wir könnten ihn noch brauchen, seine Erinnerungen. Ich empfehle, ihn festzuhalten, bis wir sicher sind, dass uns an den Fundstellen keine Überraschungen erwarten. Das ist Zeitverschwendung. Sie haben es doch selbst gesagt. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Also gut, stellen Sie sicher, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Dann töten Sie ihn. Gut. Untergraben Sie meine Autorität nicht. Ich habe Ihnen den Arsch gerettet. Gehen wir. Wir haben noch viel zu tun. Machen Sie es sich nicht so gemütlich. Wir kommen bald genug auf Sie zurück. Und was zum Teufel ist das? Was war das? Ja, das sind hier verschiedene Codes, die man im Internet auch entziffern kann, was das alles heißt. Ich weiß es jetzt im Moment nicht. Aber wir gehen mal zurück ins Zimmer. Denn hier gibt's genau dasselbe. Oh mein Gott. Sieht aus wie... Ist das Blut? Wen zum Teufel haben die vor mir hier festgehalten? Und was ist mit ihm passiert? Was hat das zu bedeuten?